Abstiegskampf in der Stadtliga in Leipzig. Der Leipziger SC trifft auf den SV Mölkau. Das ist euer Voting-Sieger der Woche und das Spiel verheißt Kampf, Abstiegskampf. Beide Mannschaften zuletzt jedoch mit aufsteigender Form. Der Leipziger SC mit einem Sieg und das Team von Trainer Benjamin Heinecke sogar mit zwei Siegen hintereinander. Sowieso Mölkau in den vergangenen Jahren immer mit der Nase vorn vor dem LSC und mit dem besseren Beginn. Von links nach rechts in Orange. Und Dennis mit sich nach schönem Pass von Felix Wenzel. Doch die Feinjustierung stimmt da noch absolut nicht. Eine halbe Stunde brauchen die Gastgeber, um sich zu sammeln. Dann ist Max Mennecke da, geht super durch. Und Witt Heigen gern mit einem Traumtor. Ballannahme, Verarbeitung und dann der ganz freche Heber über Steinmetz drüber. Der 27 Jahre alte Stürmer mit seinem zweiten Saisontreffer lässt sich zurecht feiern. Das sehen wir nochmal, wie technisch anspruchsvoll er das Ding im Kasten unterbringt. Das Trainerduo Christian Brettschneider und Dimitrios Mitsis natürlich zufrieden. Und weiter nur der LSC auf dem Weg nach vorne. Mohamed Rahali, doch hier fehlt auch noch ein sehr guter Meter. Und wieder ein Gien mit der Ecke. Er macht sich schon mal warm, weil er kriegt den Ball gleich wieder. Da ist wieder Witt Heigen. Doch der war etwas zu ambitioniert. Hinein in Hälfte 2. Bei widrigen Bedingungen ein zähes Spiel, ein Kampfspiel und dementsprechend viele Freistöße. Mölkau will natürlich nochmal und da hat Jörn Stanko die richtig gute Chance. Doch er bekommt die Kugel nicht unter Kontrolle. Und weiter die Gäste und Patrick Flohr mit einem an sich guten Kopfball. Achtmal hat er in dieser Saison schon getroffen, das kann er besser. Und der LSC nur einfach mal weit nach vorne und da ist schon Gien. Und Gien sieht Mohamed Rahali. Und der Ärger. Wunderbar und sehr verständlich. Patrick Steinmetz mit einer tollen Parade. Und der nächste Freistoß und die nächste Chance. Doch Torwart Konrad Jonas Dickehut steht souverän und sicher. Die Kräfte, natürlich lassen sie nach. Und dann der eingewechselte Nico Portjanov. Portjanov macht das hier toll. Und dann will Dustin Merker klären. Klärt aber genau vor die Füße von Thomas Gianni Aguero. Und der Jubel riesengroß, wie Sie hören. Der erste Saisontreffer des 19-jährigen Youngsters. Völlig frei steht er da und jagt das Ding in die Maschen und entscheidet somit dieses immens wichtige Spiel. Der LSC gewinnt zum ersten Mal seit dem Dezember 2016 gegen Mölkau. Wir hatten einen Plan für das Spiel und sie haben alles gemacht und wir waren sehr, sehr diszipliniert als Mannschaft und ja, die Jugend hat es sehr, sehr gut gemacht. Also bis auf einen Kopfball, der knapp am Pfosten vorbeistreicht, noch einen Kopfball, der am kurzen Eck vom Hüter weggefangen wird, haben wir es heute nicht geschafft, irgendwie in die Box zu kommen oder ähnliches. Waren offensiv einfach viel zu schwach, der LSC hat da gut dagegen gespielt und hat uns offensiv kaum zu einem Fall kommen lassen Richtung gegnerisches Tor. Und deswegen ist das auch im Ganzen verdient, dass wir heute mit 0 Toren rausgehen, der LSC mit 2. Immer wieder erfrischend, so ehrliche Analysen von Fernsportsmännern. Die beiden werden eine harte Saison vor sich haben, aber die halbe Liga steckt ja im Abstiegskampf. Für den LSC geht es kommende Woche weiter bei Eintracht Süd und Mölkau empfängt Lindenau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.